Die zweite Erweiterung für Adobe InDesign von der Firma Ajar Production finden Sie ebenfalls unter Create, Adobe Scripts. Und das ist wirklich dann ein Skript, und zwar heißt das Split Text. Ich gehe hier mal drauf. Genau das Gleiche. Es wird erklärt, wie es geht, was man alles einstellen kann. Dann kann man das hier herunterladen. Hier noch ein paar Erweiterungen, wie es zustande gekommen ist und wie man es installiert. Kein Problem, ich gehe mal in InDesign. Ich arbeite in Adobe InDesign CC 2019. Funktioniert auch hier alles. Ich habe hier eine Textbox und wie gesagt, hat es mir hier jetzt ein InDesign-Skript heruntergeladen. Sie finden das unter Fenster, Hilfsprogramme, Skripte, und dort in den Skripten, in den Anwendungen, hat es einen eigenen Ordner, IR Production, und dann dieses Split Text. Das mache ich jetzt mal hier einen Doppelklick, das geht auf, und es sagt mir, ich möchte Paragraphen machen. Ich kann Columns, nur einzelne Wörter oder irgendwas. Ich brauche mal Paragraphen, also einzelne Zeiten. Ich könnte das Original noch behalten. Das habe ich hier aber hier links. Darum sage ich OK. Und Sie haben drei einzelne Textboxen. Ganz etwas Kleines, aber wenn Sie viel solche Sachen machen, lohnt sich dieses Skript und es funktioniert wirklich tadellos. Ich gehe nochmals auf die Webseite hier unter IR Production finden Sie das Ganze. Sie können es herunterladen und es lohnt sich wirklich.